Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 23. Oktober. Wir wollen heute zum finalen Wochenabschluss nach den starken Bewegungen am gestrigen Tag sowohl bei den Indizes als auch bei diversen Währungspaaren. Man erinnert sich nur an den Euro, der hier deutlich über 200 Pips nach unten schoss, beziehungsweise mehr oder weniger einbrach. Wollen wir uns heute hier dem goldenen, edlen Metall zuwenden. Und das ist hierbei speziell eben der Goldpreis, der sich gestern relativ gesehen verhalten darstellte im Vergleich eben zu den Währungen, den Indizes, gerade mit der möglichen Liquiditätsschwemme infolgedessen, dass ja Inflation geschürt werden dürfte weiter, hat sich der Goldpreis hier eigentlich relativ verhalten gezeigt. Nichtsdestotrotz sehen wir heute eine starke Bewegung, die gestern schon mal angedeutet wurde im Stream. Im Guidance Stream dahingehend, dass der Goldpreis hier durchaus Potenzial hat, nach oben zu drehen. Die Gretchenfrage ist eben, warum sollte er das tun? Und das können wir uns jetzt mal charttechnisch ein Stück weit anschauen. Wir gehen hier mal auf den Wochenchart. Erstmal großes Bild vom Goldpreis. Wir wollen gar nicht zu weit zurückgehen, sondern hier einfach die letzten Preissequenzen mal auseinandernehmen. Und da sehen wir natürlich hier immer wieder einhergehende Tiefpunkte mit tieferen Hochs. Ja, das kann man hier mal sinnbildlich darstellen. Nennen Sie es Dow-Theorie, nennen Sie es Markttechnik. Wie Sie das Ganze auch verpacken. Grundsätzlich haben wir hier natürlich im Goldpreis eine Abwärtstendenz auf Wochenbasis vorliegen, die hier natürlich mit dem jüngsten Tief vom Juli ja, ihre Bestätigung fand. Und nun wäre eben die wäre natürlich nun die Gretchenfrage, ob hier der Bias in dieser starken Richtung weiter nach unten geht oder nicht. Trend folgend sicherlich kritisch, dahingehend, dass die laufende Erholung bislang rein korrektiv ist. Aber wenn man von dem Wochenchart in den Tag switcht, dann sehen wir eben hier die Situation, die sich entsprechend darstellt, wie im Stream gepostet, dass wir ja zuletzt eben eine sehr starke Aufwärtsbewegung haben. Hier der Oktober wirklich goldig für das Edelmetall. Also ganz im Sinne des goldenen Oktobers sehen wir hier sehr schön anziehende Preise. Und wir sehen hier das Level um 1065, 1070. Diese Zone, will ich sie mal grob nennen, die hier als ja, Support-Level dient. Man hat hier in der Vergangenheit letztes Jahr bereits hier im Oktober gesehen, dass sich hier so eine gewisse Stauzone bildete, dann hier im November rein hat sich der Preis mehr oder weniger stabilisiert. Und wir sahen hier im letzten Jahr auch, gut, der Oktober kam noch schwach daher, aber ab November hier eine sehr, sehr bullische Phase beim Goldpreis. Und da ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel auch der Goldpreis Future, und das ist jetzt ein Feature, was ich Ihnen direkt heute mal zeigen will, der Goldpreis Future jetzt mal hier neben dem Spotpreis, den wir aktuell sehen, während der letzten 17 Jahre eine sehr, sehr bullische Phase genoss, hier vom Level des Einstiegsdatum ausgehend, und da sind wir hier direkt Anfang November unterwegs, und Sie sehen hier rückblickend, wie gesagt, die letzten 17 21 Handelsjahre, also eine ganze Reihe an Trades, aber wohlbemerkt immer nur einer zum Zeitraum, und das ist jetzt praktisch eine saisonale Zusammenfassung eines Einstiegs Anfang November mit eben einer Haltedauer, und das sehen Sie hier sehr schön von eben hier im Schnitt. Jetzt muss ich direkt mal schauen. 21 Tage sind es meines Erachtens auch, beziehungsweise halt sind 12 Tage, 12, 11 Tage im Schnitt. Und gerade diese Novemberphase ist für den Goldpreis sehr bullish. Also die haben wir natürlich noch vor uns, und da muss man mal abwarten, was dieses Jahr passiert. Zuletzt gab es zwei Verlustjahre, das ist ganz interessant. 2013, 2014 konnte hier nicht performt werden, und das zeigt sich auch hier in dieser entsprechenden Performance-Kurve. Aber wohl bemerkt, Sie sehen hier, seit 21 Jahren haben wir hier eine sehr, sehr kontinuierliche bullische Phase beim Goldpreis, und diese könnte im November wieder vorm Goldpreis stehen, und die dürfte eben auch hier Potenzial versprechen, welches unter Umständen die Marke von 1200, 1220 Punkten ja, bedeuten dürfte. Also, das werden wir aber dann nochmal im November aufgreifen. Hier aber rein saisonal betrachtet, direkt ausgewertet anhand Faktor harter Fakten sozusagen, hier der Goldpreis Future in seiner Entwicklung, der Goldpreis als Spotpreis selbst hier jetzt zu sehen, und mit der gestrigen Grafik in Sachen Saisonalität sehen wir hier sehr schön, dass wir bereits ja, mit dem heutigen Freitag, also Beginn der nächsten Woche, auch hier schon rein zyklisch saisonal betrachtet in eine bullische Phase beim Goldpreis einlaufen. Das heißt nicht, dass jetzt das Tief schon gefunden sein muss der laufenden Abwärtsbewegung. Möglicherweise aber mit dem gestrigen Impuls, und da zoomen wir uns direkt nochmal rein in den Chart, wurde eben das Unterstützungslevel 1170, 1165 hier getestet. Das war einst eine Widerstandszone,
und ist hier mehr oder weniger jetzt wieder angelaufen worden in dieser, man könnte schon fast sagen, bullischen Flagge. Und da ist jetzt eben entscheidend, was der Goldpreis macht, ob er sich da tatsächlich rauswinden kann. Das sollte es dazu kommen, dann hätten wir hier sicherlich gute Chancen, eine weitere Performance zu sehen, sowohl eben vor dem saisonalen Hintergrund, wie wir ja gerade schon gesehen haben. Nehmen wir mal einen anderen Fall. Also die saisonale Phase des Goldpreises, die uns bevorsteht, ist wirklich mit bullischer Natur gesegnet. Intraday haben wir schon erste Ausbruchssignale heute bekommen. Wir haben das gestrige Vortageshoch überwunden. Das sehen wir gleich dann mal im Stundenchart. Aber grundsätzlich hier die Situation, die, dass wir uns jetzt auf Tagesbasis betrachtet immer noch in dieser bullischen Flagge befinden, die erstmal verlassen werden muss, um wirklich ein signifikant bullisches Folgesignal auszusenden. Ja, und das ist natürlich heute die Gretchenfrage, was passiert. Da will ich Sie gleich mit weiteren Statistiken mal füttern. Wir haben hier den Forex Bull, der hier auch heute für den Goldpreis, ja, während der letzten 15 Jahre für den heutigen Freitag wohlbemerkt einen positiven Handelstag auswirft. Es gab praktisch eine ähnliche Kerzenkonstellation während der letzten 15 Jahre. Ganze 258 Mal mit einer Trefferquote von rund 66%. Und das führte per se im Schnitt, in der Summe aller Trades, zu einer Performance von 0,69%. Tageshoch 1177,99 Dollar ist möglich. Und ja, da haben wir schon bullischen Rückenwind bekommen. Mit dem Ausbruch über das gestrige Tageshoch läuft das Intraday-Setup bereits. Also hier ist im Prinzip schon der Zug am Laufen. Das schauen wir uns gleich im Stundenchart an. Zudem am Laufen heute hier der bullische Freitag. Schauen Sie sich das an. 55% positive Schlusspreise spricht ganz klar dafür, dass der Goldpreis heute mit der bisherigen Tageskerze ja entweder noch richtig einen drauflegt und sogar die bullische Flagge verlässt und dann hier eben auch auf Tagesbasis ein Kaufsignal triggert oder eben hier auf jeden Fall in diesem Verhalten bleibt und den Tag mit wahrscheinlicher Sicherheit im Gewinn beschließen wird. Das muss ich natürlich noch zeigen, der Tag ist noch jung, aber rein statistisch sind die Rahmendaten für heute wie eben auch hier für die nächsten Tage, Schrägstrich Wochen, sehr, sehr bullisch. Wir sehen hier bis in den November hinein eben den steigenden Goldpreis. Lassen Sie uns das Ganze nochmal ausdehnen, hier um ein größeres Zeitfenster, um hier dann eben auch mal zu erblicken, wie es denn eigentlich jetzt im Dezember um den Goldpreis steht. Und da wird es ganz interessant, dass wir hier, und das ist eben das Setup hier vom November, auch hier beim Spot sieht ganz gut aus, aber im Dezember wohl hier saisonal nochmal ein größerer Rückschlag, bevor es dann hier Mitte Dezember zu Weihnachten hin dann doch wieder eine Aufwärtsbewegung rein saisonal geben könnte. Aber kurzfristig, darauf liegt jetzt das Augenmerk, hat der Goldpreis eben hier durchaus Potenzial nach oben aufzustreben und das Ganze hier bis in den November hinein fortzuführen. Die technische Ausgangslage ist sehr, sehr schön und jetzt muss man eben wirklich mal sehen, ob der Goldpreis das macht, was er hält. Hier im Stundenchart jetzt mal geschaut. Goldpreis kommt gerade ein Stück weit zurück. Finde ich persönlich ganz gut, um hier möglicherweise, oder auch für Sie jetzt gesehen, möglicherweise hier einen Intraday-Einstieg noch zu generieren. Wir haben hier das gestrige Tageshoch. Auch hier das Hoch der Asia-Range, also hier die Zone um 1171, 50, 1172 ist ein Level, auf das man schauen könnte. Man kann die Zone auch noch ein Stück weit tiefer setzen. Dann ist man hier im Bereich 1071 direkt. Also hier so ein Pullback an dieses Level wäre schon, sage ich mal, charttechnisch wünschenswert. Wir haben auch hier diese Aufwärtstrendlinie, die sogar hier im Stundenchart einzuzeichnen ist. Also da hätte man hier schon ein schönes Support-Level, um zu sagen, Touchdown Goldpreis und dann hier direkt ab die Post. Gestern auch schön zu sehen, dass das Vortagestief hier gekauft wurde. Hier der 22., hier der 21., sagen wir hier das Tief. Hat man gestern sehr schön gesehen, dass der Preis drunter gelaufen ist und wurde dann direkt gekauft. Also für mutige Anleger gab es gestern hier am Nachmittag noch vor dem US Open hier die Chance bereits in den Goldpreis einzusteigen. Wie gesagt, die Erwartung meinerseits wirklich überraschend, dass der Goldpreis nicht direkt angezogen ist aufgrund der Nachrichtenlage seitens der EZB. Das tat er dann letztlich erst am späteren Nachmittag, um dann hier auszukonsolidieren und heute hier eine bullische Fortsetzung zu finden. Tatsache ist, wir haben hier oben gerade eine Verschnaufpause zu sehen. Rein statistisch hat der Goldpreis Potenzial bis in den Bereich 1177, 1178 heute. Das heißt, hier ist noch Potenzial und wenn er dieses Niveau ansteuert, dann hätten wir auch auf Tagesbasis eben hier die bullische Flagge verlassen. Wenn wir wie wir 1177 aus dem Handel gehen, das würde dann hier entsprechend einem solchen Niveau entsprechen, hier auf diesem Level.
Und dann wäre per se der Ausbruch auch auf Tagesbasis geglückt und rein technisch der Weg eigentlich frei, hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals weiter nach oben zu streben. 1200 und 1220 scheinen dann durchaus möglich im Ausdehnungsfall, wohl bemerkt. Ja, wir haben ja auch hier oben die deckelnde Trendlinie. Rechnen Sie ruhig damit, dass der Goldpreis auch hier wieder verschnaufen könnte. Aber das ist eigentlich die Kernessenz. Wir haben hier statistisch gesehen eine bullische Phase vor uns. Und daran gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Und insofern warten wir mal ab, ob die Statistiken uns hold sind und der Goldpreis hier tatsächlich jetzt ein größeres Comeback vom Unterstützungslevel hier auf Tagesbasis 1165, 1170 feiern wird. Ich sage erstmal danke jetzt fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünschen jetzt erst nochmal einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich am Montag wieder, 9:30 Uhr zum Devisenradar. Wollt doch mal sehen, was da so auf der Agenda steht. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und habt ein schönes Wochenende und tschüss.